Guten Morgen, liebe Tesla-Freunde. Ja, ich bin schon auf der Autobahn, bin gleich losgefahren, weil ich einen Termin habe heute in Leonberg am Supercharger. Und es wurden Staus angekündigt, vor allem hier jetzt in Pforzheim. Und deshalb habe ich jetzt erstmal überhaupt nicht anmoderiert heute Morgen, sondern bin einfach mal ins Auto gestiegen oder reingesprungen fast, um hier den Stau einigermaßen absitzen zu können, damit ich um 8 Uhr in Leonberg bin. Heute treffe ich mich mit dem Frank von dem Kanal Schräg und ich freue mich schon riesig, ihn jetzt mal ein bisschen besser kennenzulernen. Wir hatten uns schon einmal getroffen auf der LTFA in Stuttgart. Ich verlinke das mal schnell hier oben. Und ich bin total interessiert mal, was ihn so antreibt. Er hat ja eine unheimliche Energie, diese Elektromobilität, und er lädt ja fast gefühlt täglich irgendwelche Videos hoch, wo er Autos testet, wo er Informationen über Elektromobilität in Form von Nachrichten auch darstellt. Also eine ganz spannende Sache und ich freue mich wirklich. Also wir sehen uns gleich. So, ich fahre natürlich im Autopilotmodus hier mit 70 km/h gerade den Berg runter in Pforzheim. Und wie ihr sehen könnt, warte mal, ich hoffe, dass das scharf wird mal wieder hier. Oh ja, es wird schneller, jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Jetzt fahre ich schon wieder 95. Also das ist die Strecke gewesen. Ich starte in Rastatt und ja, das erste Mal eigentlich jetzt. Und werde jetzt ganz andere Richtungen haben, ganz andere Supercharger, ganz anders fahren wie vom Niederrhein. Und ich finde das spannend und ich nehme euch natürlich wieder mit. Und schon erreichen wir Leonberg Supercharger. Da vorne geht es links ab. Ich muss mal den Autopiloten rausnehmen. Ah, nur noch 800 Meter. Ich habe viel schneller bin ich gefahren, als ich gedacht hatte, weil es waren eigentlich zwei Staus angezeigt, aber keiner war real. Umso besser, jetzt bin ich 20 vor 8 da und habe noch ein bisschen Zeit. Na, kommt da! Meine lieben Tesla-Freunde, da sind wir beim Frank vom Kanal Schräg. Und wir sitzen jetzt hier in seinem Tesla Model X, was er einmal im Jahr ungefähr hat, ne? Ungefähr. Ja, einmal im Jahr für einen Monat. Klasse. Und das hast du gerade, ich glaube, gestern bekommen, ne? Der August ist deiner jetzt. Ja, korrekt. Ich bin hier der Glückliche, der das im Sommer fahren darf, in der Urlaubszeit. Beziehungsweise wir haben noch getauscht, mit dem Sascha habe ich getauscht, weil der nämlich den Monat in Urlaub fliegt und da kann er das Auto ja nicht mitnehmen, trotz Flügeltüren. Und dann habe ich gesagt, das Auto darf nicht rumstehen. Also haben wir den Monat getauscht. Und klasse. Und deshalb habe ich jetzt sogar den August, den sonnigen August. Und ich hätte sonst den September gehabt. Und du bist ja sehr uneigennützig, du stellst es ja gleich zur Verfügung. Und du machst ja jetzt am Wochenende, glaube ich, in deinem Ort oder im Schwarzwald irgendwo. Jetzt am Samstag in Weinheim-Tech, genau. Weinheim-Tech. Da ein Mitfahrtag, ne? Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen. Mitfahren mit dem Model X, also mitfahren, man darf nicht selber fahren, das ist immer so die Problematik mit der Versicherung oder wie die Leute mit dem Auto umgehen. Das hast du, glaube ich, auch nicht so gern. Oh ja, nee, das, ja. Ja, und deshalb mitfahren auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, die verlangen da sogar Geld für und ich habe gesagt, nee, also das ist ja Quatsch. Und eigentlich genau das war auch unser Thema ja bei dem Drive Tesla 2.0. So sagen wir, wollen ja diese Elektromobilität an die Leute ranbringen. Wie kriegt man es ran, indem man das Auto auch zeigt? Also die sind ja schon begeistert, wenn sie es nur angucken dürfen. Und mitfahren ist nochmal was anderes. Dann mache ich hinten die Sitze noch raus. Sagen wir, 6 kann ich mitnehmen und mehrere Chargen fahren wir dann immer eine kleine Runde, so 10 Minuten. Das ist dann so das Erlebnis da. Und vor allem kann man das Auto natürlich angucken, selber sich reinsetzen, gar kein Problem und sowas. Und haben Sie schon genug Leute angemeldet oder kannst du noch welche brauchen? Ich muss jetzt zusammenzählen. Ist schon ganz gut so, weil wir treffen uns auf dem Marktplatz, damit auch so ein bisschen die Bevölkerung da vielleicht was mitkriegt. Ist nicht offiziell angemeldet, darf also nicht zu groß werden. Wenn es zu groß würde, müsste ich auf einen anderen Parkplatz ausweichen. Im Moment geht es, glaube ich, noch. Okay. Klar, die Leute, viele sagen, es ist zu weit zum Fahren. Aber es kommen auch Leute, die durchaus 2 Stunden fahren. Mhm.
Also beim letzten Mal kam eine Familie aus dem Allgäu. Tiefster Winter war das, ne? Februar. Saukalt, jetzt ist es dann wahrscheinlich ziemlich warm. Ja, ich habe die Videos auch gesehen damals. Aber cooles Erlebnis. Klar, für die Leute, die jetzt vor Ort sind, mache ich natürlich nochmal kleinere Sachen. So, wenn ich jetzt bekannt oder so, kann man natürlich mal so eine Runde fahren. Das ist jetzt bloß der Event, wo man sagt, jetzt von dem YouTube-Kanal her, wer da Zeit hat, kann dann vorbeikommen. Gut. Und danach, wenn du das Event rum hast, dann fährst du in Urlaub damit, mit dem Tesla Model X hier. Ja, Ende des Monats fahren wir in Urlaub, aber jetzt nicht ans Nordkap. Das waren ja schon alle. Genau, was soll ich da? Und Nordafrika, soweit die Supercharger reichen, ne? Ja. Nee, es ist nur in Mittelfranken, ist eher so, dass man halt, ich teste eigentlich Alltag. Wie funktionieren die Autos im Alltag? Ja. Und das ist jetzt genau das, man fährt einfach mit dem Auto im Urlaub, man lädt unterwegs auf und wie ist das dann dort am Zielort? Kann ich da laden, kann ich da nicht laden, um was muss ich mich da kümmern? Solche Geschichten, dass man das dann einfach mal im Alltag so sieht. Ich werde jetzt darüber wahrscheinlich nicht so detaillierte Videos da drehen. Das ist dann eher so ein Bericht nachher dann am Ende. Ja. Weil da einfach auch zu viele andere Leute sind, die das vielleicht nicht wollen. Ja. Einfach mal so, schauen wir mal, wie es ist. Also ich habe auf jeden Fall dort in der Unterkunft keine Lademöglichkeit so offiziell, außer Schuko. Vermutlich müsste man aber auch erst aus der Garage legen. Habe auch schon in der Nähe nach Ladesäulen mal geguckt. Alles sauteuer. Ist auch so ein Thema. Ne? Ja. Öffentliche Ladesäulen, kosten die was? Und das muss man halt so davon leben, dass man halt vorher nochmal gut auflädt und dann so durch den Tag kommt. Und das ist halt dann genau die Frage mit so einem Auto hier. 300, 350 Kilometer Reichweite im Akku. Wie sieht das dann aus, wenn ich so auch im Urlaub halt mal täglich so 40, 50 Kilometer fahre? Ich denke nicht, dass wir da ein Problem hätten. Also mit einem anderen Elektroauto müsste ich jeden Tag drüber nachdenken. Ne? Ja. Und das ist einfach so der Test. Und vor allem natürlich hier mitnehmen von Leuten. Wir haben eher so eine Wandern war ein bisschen, fährt man immer ein Stück und dann wandert man da lang und dann kann man immer Leute mitnehmen. Ja. Und die für Elektromobilität begeistern. Ja, guck mal, ich das ist mein Thema. Genau. Ja. Hier, das ist das große. Also du wanderst gerne dann? Ja, nee, das ist jetzt nur einfach, dass man irgendwas macht mal. Mhm. Ich würde eher... Habe ich gestern nämlich erst wieder gemacht, so eine Schnitzeljagd mit Suche die Ladestation. Ne? Also gestern war ja echt Geocaching, Ladestation ist das ja scheinbar. Ne? Sowas hätte ich eher gemacht, ganz Deutschland rumfahren und Ladestationen anfahren. Da ist aber meine Frau nicht so dafür, glaube ich. Nee, also von daher kann ich das schon verstehen, wenn Leute zum Nordkap fahren, um einfach mal diese Supercharger oder auch das auszuprobieren und einfach nur sich selber zu beweisen, ich kann das. Ja. Ich würde nie im Leben mit dem Verbrenner ans Nordkap fahren. Ne? Das würde kein Mensch machen, ne? Also freiwillig. Ich habe ja schon gesagt, hier, wir sind jetzt bei 48.000 Kilometer mit dem Auto. Oktober hatten wir es. Also die Leute sind auch sehr viel gefahren. Wir sind dann schon, Auto war schon am Nordkap, glaube ich, ne? Oder so in der Nähe. Ja. Also erzähl mal, wie viele Leute gehörten das Auto? Wie viele seid ihr denn da in dieser Gruppe? Ja, also wenn man es angucken will, kannst du unten einen Link reinmachen. Drive Tesla EU ist unsere Homepage hier und dann kann man das nochmal ein bisschen, das ist nicht alles da drauf, so, aber mal so die Idee und auch den Vertrag, wie der aussieht. Es gab ja schon eine 1.0, das war mit dem Model S und jetzt 2.0 mit dem Model X und vielleicht 3.0 mit dem Model 3, das passt dann so schön. Ne? Und immer so, dass man eigentlich einen Monat fahren kann. Sprich, durch 12 geteilt eigentlich. Jetzt hatten wir einen, der wollte 2 Monate fahren und einer wollte bloß einen halben. Und wir sind jetzt 11 Teilnehmer dadurch. Und ein bisschen ausgeglichen, deshalb hatte ich das Auto nämlich auch 2 Wochen noch im Februar. Nicht einen Monat, ich habe einen Monat und eine Woche oder sowas. Hat man jetzt bloß zusammengelegt. Und das Ganze jetzt bei dem Model X auf 4 Jahre. Das heißt, man investiert am Anfang das und dann am Schluss wird es wieder verkauft und hoffentlich kriegt man nicht so viel Verlust dazwischen. Ja. Klar, also jetzt mal ganz grob gerechnet, hast du 10.000 Euro investiert. So in die Größenordnung. Grob, ne? Und Stromkosten sind natürlich selber zu tragen. Das Auto hat jetzt noch volle Supercharger-Kapazität, aber klar, so wenn du dann zu Hause bist. Und Versicherung haben wir auf jeden Fall drin. Weiß nicht, ob wir mit Reparaturen oder sowas haben. Keine Ahnung. Bis zur Rücklage haben wir auch noch. War noch ein bisschen Puffer drin. So ist das eigentlich aufgebaut. Und dann kriegst du nach diesen 4 Jahren hoffentlich die Hälfte wieder zurück, ungefähr. Ne? Ja, ich hoffe mehr. Oder mehr ein bisschen. Genau. Ne? Ja, gut. Dann hast du praktisch 4.000 Euro bezahlt, 1.000 Euro im Jahr. Also, und du hast immer einen Monat lang Tesla Model X gefahren. Ja. Wäre vielleicht für dich, Björn, etwas. Ne? Leicht dir doch auch öfters Teslas aus. Das Share-Modell wäre vielleicht gar nicht schlecht für dich. Überleg mal. Kann gleich noch Werbung machen. Eigentlich will ich ja meinen Anteil nächstes Jahr verkaufen, den hier. Von dem Model X? Ja, weil eigentlich, wenn ich dann ja doch ein Elektroauto hätte, bräuchte ich das ja nicht mehr. Ja.
Aber bei dem neuen, bei dem Tesla Drive Tesla 3.0, das ist praktisch jetzt das Model 3. Genau. Da hast du ja auch noch einen freien Platz, oder? Da sind ja nicht so viele Leute. Ja, das hatte ich jetzt bei mir da über den News-Kanal, Blog, Vlog, da mal initiiert und hatte dann ziemlich schnell 5 Teilnehmer. Mit mir wären es dann 6 gewesen. Und ich habe mich dann doch entschieden, kein Leasingfahrzeug von der Firma zu nehmen. Deshalb brauche ich meine eigene Reservierung vom Model 3 selber. Und ein Model 3 selber zu haben und dann noch eins in diesem Sharing ist natürlich Quatsch. Das ist zu viel, ja. Da war der Ansatz auch so, wir machen es bloß mit 6 Teilnehmern. Selber Preiskategorie, aber man kann 2 Monate fahren im Jahr. Das ist natürlich nochmal was anderes, das kann man richtig einplanen. Ja. So hatte ich mir das nämlich auch gedacht. Hätte dann meinen Leasingvertrag ein bisschen niedriger angesetzt und wäre die 2 Monate dann gefahren. Ist jetzt nicht und deshalb muss ich auch die Koordination abgeben. Das macht jetzt der Andreas vom Drive Tesla 2.0, hat jetzt das übernommen, hat schon an die Leute, die sich auch gemeldet haben, was verschickt. Aber da ist immer so ein bisschen einer hin, einer her. Also falls noch irgendeiner Interesse hat, kann man sich melden, einfach bei mir gucken da oder Kontakt aufnehmen. Ja, ich verlinke das Drive Tesla 2.0 unten. Ja. Dann könnt ihr darauf klicken und dann geht's weiter. Also das ist keine Werbung, ich krieg kein Geld dafür, er kriegt auch kein Geld dafür. Also wir sprechen vielleicht nachher mal noch drüber, über Werbung bei YouTube. Aber das ist ein anderes Thema. Cool. Das wäre ja das die Model X-Geschichte. Und wann denkst du, wirst du das Model 3 bekommen dann? So, wenn ja, meine Kalkulation war eigentlich Oktober nächsten Jahres. Das war schon schlecht kalkuliert sozusagen. Mhm. Viele haben ja gesagt, man hat schon März, April was. Nach der Vorstellung würde ich jetzt sagen, wir sind eher später dran sogar. Was immer auch late bedeutet und in Elon Standard Time ist das ja vielleicht noch schlimmer. Also ja. Wenn wir Ende nächsten Jahres, die ersten Vorbesteller Ende nächsten Jahres ein Auto haben, muss sind wir gut dran. Ich vermute, das kann auch in 2019 reinrutschen. Mhm. Weil wir haben hier auf das X ja auch ewig gewartet, bis es dann letzten Oktober kam. Immer wieder verschoben. Ich meine, Sie müssen es besser machen. Ich beobachte so ein bisschen den Aktienkurs auch und das merkt man einmal daran, die Investoren trauen Tesla gerade nicht so viel zu. Es geht eher wieder ein bisschen runter. Es ist noch nicht so, dass man sieht, das schaffen die. Und das muss jetzt gezeigt werden, die nächsten Monate, wie wirklich die Rampe hochläuft, die S-Kurve, die man so schön malt und vor allem, wo die rauskommt. Ich habe das bei mir so ein bisschen kalkuliert und wenn die bei 20 nur rauskommt, bei 20.000 Einheiten pro Monat, ist es zu wenig. Mhm. Der muss auf 50.000, der muss ziemlich schnell auf 50.000 und ich hatte eigentlich gedacht, die würde er im Januar, Februar erreichen. Wenn er die im März oder so erst erreicht, dann zieht es das genau bis Ende des Jahres. Also so ist meine Einschätzung jetzt. Und deshalb habe ich auch ein Problem, ich muss mein eigenes Auto Anfang Februar abgeben, muss also den von Februar bis Dezember vermutlich irgendwie überbrücken, wenn jemand eine Idee hat, ne? Aber es sollte ein Elektroauto sein, ne? Nicht unbedingt. Also, du fährst ja privat ja auch. Ja, ich fahre auch einen Verbrenner. Ganz schlimmer Diesel. Ne? Kennt ihr, habe ich ja schon oft gezeigt hier. Ich halte immer an den Superchargern an und gucke wehmütig dann zu den Tesla-Fahrern. Ja. Ja. Ja, ich habe auch sowas, kennt man vielleicht schon vom Dennis Murschel, der ist ja hier auch bei mir hier aus der Gegend, Stuttgarter Raum. Der macht ja so Elektroumbauten und den habe ich auf der Messe ja auch getroffen. Mhm. Und der hat ja auch so ein Leasing-Modell, Kurzzeit-Leasing für Elektroautos. Da jetzt mache ich schon wieder Werbung, ne? Ist keine Werbung. Nee, keine Werbung, das ist nur eine Empfehlung. Kurzzeit-Leasing da für Elektroautos. Mhm. Der muss ich mal gucken, was der für Konditionen hat, ob sich das für mich auch. Das wäre natürlich so ein C-Zero oder sowas. Mhm. Ja, irgendwie einfach mal ich sag immer, diese überdachte Rasenmäher ausprobieren, ne? Oder diese einfachen Autos, die man ja mit denen es ja alles begonnen hat. Ja. Einfach mal ausprobieren, die können 150 Kilometer, vielleicht 100. Ich fahre 60 Kilometer am Tag, das muss ja eigentlich auch gehen. Ja. Da hätte man mal noch mal so elektrisch. Da würde ich mir auf jeden Fall mal einen Probemonat buchen und mir das angucken. Ja, klasse. Ansonsten weiß ich nicht, ob das ein halbes Jahr durchhalte, sowas ist. Das weiß ich nicht. Ja, also wir werden ja auch ein bisschen älter, ja. Also auch ich merke so ein bisschen im Rücken zwackt es ab und zu mal. Das weiß ich nicht, wie die Sitze da sind. Ja, also ich muss immer drauf gucken, dass die Sitze einigermaßen sind. Gut, dann musst du gucken, dass du die Zeit überbrückst, bis du das Model 3 bekommst. Und dann sind wir sehr gespannt, wie du das dokumentierst. Ich würde gerne mal noch ein bisschen auf deinen Kanal Schräg kommen. Ja, Schräg. Wann hast du eigentlich angefangen? Also ich habe so das Gefühl, du bist schon ewig dabei. Nein, ich glaube 2016 richtig, ne? Also auch so letztes Jahr? Ja, ja. Anfang, ich habe 2015 angefangen mit den Teslas im Grunde so und 2016, also letztes Jahr, sind wir ja zum ersten Mal auch mit dem Model S nach Hannover gefahren, längere Strecke. Und dann irgendwann sieht man, Elektromobilität funktioniert und genau so, wie das Tesla macht, funktioniert. Mhm. Ich bin eigentlich drauf gekommen, vorher bei meinem Händler, kleiner Händler am Ort, stand ein Ampera.
Der alte Ampera Opel. Ich fahre ja immer Opel eigentlich, ne? Fahre ja jahrelang schon Opel. Diesel. Saphira. Und dann hatte der den Ampera und hab ihn ausprobiert, denke, boah, genau super, aber war zu teuer und ging auch nicht im Leasing und so weiter. Und hinten hat er nur zwei Sitze gehabt, war überhaupt nicht familientauglich im Grunde. War aber ein super Auto und war so die erste Begeisterung auch. Und da habe ich auch schon Videos gemacht, habe die dann aber später erst veröffentlicht eigentlich von dem Auto. Und dann habe ich gedacht, muss irgendwie an so einen Tesla mal drankommen. Und dann habe ich so rumgesucht, noch mal wie bei mir einer um die Ecke und da konnte man den auch mal ausleihen. Und so fing das an und dann hatte ich eigentlich so einen Bruch, weil wir sind immer mit der Familie in Urlaub gefahren. Ich habe da immer Videos gemacht, Urlaubsvideos für die ganze Community dort, die da mit dabei war. Konnte man so sehen, wie die Kinder älter werden. Und dann habe ich gesagt, ich muss was Neues machen, jetzt mache ich mal was über Autos. Und bin dann auf die blöde Idee eigentlich gekommen, einfach nur Kamera reinzuhängen hier und einfach nur zu filmen, wie ich mit dem Tesla von Weilheim bei mir nach Stuttgart fahre, in die Innenstadt, mit Autopilot und oder auch nicht, je nachdem wie es geht, ne? Und habe dann dieses fast Stundenvideo da ins YouTube reingehängt und inzwischen 700.000 Klicks. Und ich habe gedacht, kann ja gar nicht sein, irgendwie scheint ein Bedarf zu sein, einfach nur das Auto zu erklären, zu zeigen, wie das so ein Auto funktioniert, ne? Und eigentlich Alltagstauglichkeit, mein Thema ist ja Alltagstauglichkeit der Autos zeigen, wie benutzt man die, was kann man damit machen, wie funktioniert das wirklich. Und dann dein Name Schräg kam eigentlich daher, dass du das iPad so schräg hältst, oder? Ja, oder die Kamera, dass also die meistens nicht grad hier ist. Die hängt ja dann hier und dann bewegt die sich ja irgendwann nach unten oder nach vorne. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist ja hier also echt das Geheimnis schräg. Ist gelüftet. Oder wir machen schräge Sachen, die noch nicht so ganz so, stimmt nicht ganz, was man also hattest, erzählt. Hattest du nicht an Weihnachten ein Video gemacht, wo du dein iPad so schräg hältst? Ja, und echt, dann, an extra iPad gemacht, schräg? Ja. Ach so, ich dachte, das war wirklich der Grund, warum du schräg genau. heißt. Doch, ich wollte immer so ein Video machen, wo das dann so, immer so ein schräges Video, aber das habe ich dann lieber gelassen. Ja, aber deine News sind ja jetzt schräg, ne? Also du bist ja oben schräg, ja, das also oben schräg drin und guckst du. Das sollte schon so der Gag sein, ja. Nee, also vor allem, dass es halt nicht perfekt ist. Das ist einfach runtergefilmt mit der Technik, die ich halt da hatte und vielleicht nicht immer ganz gerade oder ganz super ausgeleuchtet. Oder im Grunde ist die Technik gar nicht ganz egal. Der Content, der Inhalt ist wichtig. Ne? Mhm. Also wenn du die beste Technik hast, aber keinen Inhalt, hast du keinen Erfolg bei YouTube. Ich konnte mich halt nicht in Tesla Frank nennen, so wie du jetzt, weil ich ja gar keinen Tesla hatte so richtig. Ich habe ja auch andere, also ich habe ja alles, was Elektromobilität so, naja, bisschen bessere Autos gucke ich schon an. Ich gucke die ganz einfachen nicht an, die interessieren mich jetzt nicht so. Aber die so irgendwie für eine Alltagstauglichkeit hergehen würden, also ab sowas wie ein E-Golf und diese Teile, also ja, die gucke ich mir an. Also bin ich auf Tesla festgelegt. Gut, das werden wir vielleicht, wir machen heute zwei Interviews, eigentlich vielleicht sogar dreimal gucken. Ihr werdet dann auf seinem Kanal ein Interview zu mir sehen. Vielleicht stellt ihr mir dann auch die Frage, wie ich zu Tesla Markus komme. Aber dahin später. Also ja, cool. Tesla Frank. Das, genau, wenn ich dann einen Tesla fahre, benenne ich es um, ne? Ja. Oh, jetzt soll ich es machen? Ja. Machen, nee. Ne? Also ich finde schräg, finde ich total super. Und ich finde deinen Kanal toll. Ich habe jetzt mir die Videos auch mal noch mal intensiv angeschaut die letzte Zeit, einfach auch in Vorbereitung auf das Gespräch heute, um zu sehen, was du so machst. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr bunt. Also es ist so kein richtig, es ist von allem etwas und es ist immer deine persönliche Meinung und es ist so dein Herzblut. Das merke ich, ja. Es ist wirklich dein Herzblut und du steckst richtig viel Energie rein. So kannst du es ungefähr sagen, ist von der Zeit her, was ist das so an Zeit, was du da rein investierst? Weil ich sehe es ja auch, ja, das Schneiden kostet Zeit. Also was am meisten kostet, ist die Nachbereitung, tatsächlich Schneiden. Ja. Ansonsten, ich teste die Autos und lasse die Kamera mitlaufen, sagen wir mal so trivial gesagt. Ich mache da jetzt auch nicht so großartige Einstellungen, dass ich da nochmal die Kamera vorher an die Ladesäule stelle und dann nochmal hinfahre. Das mache ich ganz selten. Also diesen Filmeffekt habe ich nicht, ich habe auch keinen Kameramann, ich muss das irgendwie alles selber machen. Das also das Nachbereiten dann davon ist der große Aufwand. Deshalb habe ich auch bei den News das so gemacht, dass ich das eigentlich genauso, wie es dort nachher im YouTube ist, ist auch die Aufnahme gewesen. Da gibt's, muss auch wie der Horst Lünning praktisch mit auch, ne? OBS-System da zusammengeschnitten, gleich so die Einblendung oder die Überblendung, ist einfach eine PowerPoint dazu. Gut, die muss man vorbereiten, das läuft dann so über die Woche, so immer die News da reinmachen. Und das ist aber 1:1, sprich, wenn ich sage, schönen Nachmittag, dann ist das eine Stunde später online. Die sind auch so, von dem kann man auch gut uploaden dann. Und dann werden die auch so gleich freigeschaltet. Das ist so eigentlich im Moment die Idee, wenn man so ein bisschen News-Kanal machen will, muss man ja aktueller sein.
Und das dann auch ziemlich schnell von der Produktion her machen. Wenn ich das noch schneiden würde, das wär, ging überhaupt nicht. Ja. Ich habe früher auch immer kurz probiert, so ein bisschen was einzublenden. Dann sitzt einen halben Tag da, das, diese Einblendungen zu machen. Klar, man kann so wie der Horst einfach sich hinsetzen und erzählen. Das ist eigentlich super. Man kann das nebenher auch hören, so wenn man fährt. Eigentlich, man darf halt nicht aufs Bild gucken. Ne? Kann man natürlich nicht hier laufen lassen, sondern auf dem iPhone oder sowas. Das ist wie ein Podcast eigentlich. Und ja, warum sollte der einen Podcast machen? Sollen warum macht der keinen Podcast? Hey Horst, ja genau, das wäre doch meine Idee. Ein Podcast, ne? Ja. Also bei Heise Show ist ja auch so, da gibt es das als Podcast, nur Ton oder auch mit Bild und manchmal ist auch nicht, eigentlich nichts zu sehen, kannst auch bloß den Ton machen. Und ist kein technischer Aufwand eigentlich, das als Podcast hochzuladen. Was ich allerdings witzig finde, deshalb habe ich gesagt, wenn ich jetzt das schon im Video bringe, muss ich auch irgendwas einblenden da. Und dann muss ja auch was zu sehen sein, das ist ja sonst irgendwie ein bisschen einseitig. Was ich allerdings witzig finde, es gibt jetzt Podcaster in der Elektroszene, die fahren im Auto, machen im Auto Podcast und sagen, jetzt fahren wir Stuttgart-Gardner Kreuz. Und jetzt habe ich den Autopilot eingeschaltet. Und jetzt schneidet mich einer. Das ist dann für mich ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich finde, das war auch gut, kann man auch gut hören. Aber irgendwie, mir fehlt dann sowas. Mir fehlt dann das Bild. Ja. Und deshalb habe ich immer, ich bin eher so bildlastig, sage ich, ich mache lieber mit Bild. Mhm. Okay. Und da muss aber auch das bewegte Bild da irgendwo sein. Ne? Das, ja gut, das machst du prima. Und klar, deine Follower. Aber man muss das einschränken. Ich kann da nicht Mordsaufwand da reinstecken. Mhm. Das ist schon richtig. Ja, von der Zeit. Ne? Du arbeitest ja auch Fulltime. Ja, genau, also ich habe da nur abends oder am Wochenende dafür Zeit, das zu machen. Und deine Frau unterstützt dich da? Nee. Nee, auch nicht. Ja, wir schneiden das vielleicht doch nicht raus. Egal. Ich finde das witzig. Ja. Nee, ja, die witzig auch. Also meine fragt sich auch, was treibt dich so an? Was machst du denn da so? Ja. Wie ist das bei deiner? Die ist nicht so gerne im Bild. Die ist sowieso nicht. Ja, aber mal gucken jetzt im Sommer. Unsere Tochter ist auch dabei, die ist ja schon größer, vielleicht auf Sommer fahren. Ja. Ja, also das ist so, das können die Frauen manchmal nicht verstehen. Ne? Ja, muss aber für sich jeder selbst entscheiden, glaube auch. Das ist ja auch so, wir sind ja schon Mittelalter, so ungefähr. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin auch schon über 50. Bist auch schon über 50? Über 50, da sagt man nicht mehr, ne? Ja, genau. Ja, ich bin auch schon über 50. Ja, aber deutlich über 50. Ja, ne? Ja, auch deutlich über 50. Ja, nee, so deutlich noch nicht. Nee. Also, da doch sind wir fast Anfang, gleich, Anfang 50 sind die meisten Tesla-Fahrer, ne? Ja, genau. Ich bin Baujahr 63. Ja, ich bin 64. Guck, das kriegen wir jetzt doch raus. Ah, siehst du. Ja, ich hab's immer schon gesagt irgendwie. Ja. Aber ich habe mir schon vermutet, dass wir so im gleichen Alter sind. Ja, ja, ja. Horst ist aber älter, ne? Der Horst ist auf jeden Fall älter. Also der ist bestimmt ein Jahr älter als wir. Ja. Aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr rein verlinken, weil ich glaube, alle kennen den. Ja. Genau. Ja. Du hast ja auch, der Horst hat ja auch ein Model 3 Video gemacht, aber du warst schneller. Echt? Nee, ich war eher später dran. Ich habe gedacht, ich lasse die mal alle ein bisschen machen und dann gucke ich nochmal nach. Ich wollte unbedingt gucken, wer noch so rumgefahren ist, weil mir kam einfach zu wenig vom Elon darüber. Ich habe gedacht, der kriegt in den Frunk und den Trunk rein und zeigt dir den Kleiderhaken oder irgendwas. Nichts, gar nichts. Ja. Also meine Fragen sind alle nicht beantwortet worden und nicht mal irgendwie den Shake Hands so mit den die Keycard übergeben. Mhm. Das haben wir alles erst im Nachhinein rausgekriegt. Ja. Und wenn man da sofort ein Video gebracht hätte, also ich habe dann eher ein bisschen gesammelt noch und habe dann das hast du sehr gut gemacht. Ich verlinke mal sein Video hier unten. Ja, also das fand ich wirklich gut, wie du das gemacht hast, die Zusammenfassung. Und damit habe ich das Model 3 jetzt auch verstanden. Ich wollte es noch vor dem Montag machen, weil Montag war dann die Börsengeschichte und die bringe ich aber jetzt erst im nächsten Video nochmal die Überlegung. Warum hat sich der Börsenkurs so bewegt? Ne? Das ist immer so ein bisschen mein Thema auch, weil ich da auch leider manchmal investiere. Also ja, das ist ein ganz anderes Thema mit Aktien. Also ich habe, es gibt zwei Sachen, die ich immer behaupte, vorhersagen zu können und die noch nie im Leben eingetroffen sind. Einmal, das waren meine Verkaufsbudgets von den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Ich habe noch nie das verkauft, was ich vorhergesagt habe. Und bei Aktien, es haben die Aktien sich noch nie entwickelt, wie ich vorhergesagt habe. Also da halte ich mich jetzt raus. Also das, ist so eine Sache, ja. Außer du hast immer das genaue Gegenteil vorhergesagt, dann könnte man das einfach umdrehen und dann würde es ja doch. Also das ist so die Frage, ne? Das ist auch gerade die Frage gewesen. Ich habe ja eine Abstimmung extra gemacht, alle haben gemeint, oder die meisten haben gemeint, der Aktienkurs geht hoch. Hochgegangen ist also nicht so richtig. Und das ist eigentlich meine Lehre draus. Man muss da vorsichtig sein mit solchen Aussagen, egal ob das nun Gewinnersachen sind oder sowas. Oder sowas. Und das funktioniert einfach anders. Und das ist gerade auch so bei mir ein Thema, müssen wir verstehen, wie so eine Firma funktioniert, ne? Wie so eine Entwicklung da funktioniert. Bin noch dran, habe ich auch nicht verstanden, wie das mit Elon funktioniert. Und auch warum er da selber so wenig Aussagen gemacht hat. Vielleicht müssen wir den Horst Lüning noch mehr schauen, der kann das, der weiß das, glaube ich, noch besser als wir. Ja, der interpretiert da sehr viel rein. Das hat aber seine Meinung auch seine teilweise. Meinung, ja, der hat letztens den Investment-Punk aus Österreich da gehabt, ja, die waren auch sehr, sehr geteilt, die Meinung, glaube ich, zu seinem Video. Aber ich finde das mal sehr interessant, mal so auch so eine, von der Finanzseite mal so eine Meinung zu bekommen.
Ich glaube, ich verlinke doch mal das Video jetzt von dem Horst, weil es hat mich sehr beeindruckt. Und er hat sehr viele negative Kommentare bekommen auf das Video. Echt? Und ich verlinke es aber trotzdem jetzt unten rein, also den Investment-Punk, den er interviewt hat. Ich komme gar nicht mehr nach beim Horst. Ja, genau, aber dir manchmal auch nicht. Ja, ist richtig. Vielleicht muss man wieder ein bisschen weniger machen. Nein, du musst nicht weniger machen. Du machst einfach so, wie du das denkst. Ja. Und einfach, ja. Ich denke, wenn man so von seinem Gefühl heraus arbeitet und dann, das ist ja eh alles freiwillig, wir kriegen ja kein Geld dafür, ja? Oder, bisschen. Ja, ein bisschen. Bisschen vom YouTube. Das müsste man vielleicht auch mal offenlegen. Mache ich ja auch. Also ich will langsam. Du spendest ja, ne? Ja, aber ich habe es noch nicht offengelegt. Ich habe jetzt 70 Euro, glaube ich, bekommen vom letzten Jahr. Weil ich habe die Werbung erst sehr spät freigeschaltet. So und zwar erst nachdem der Horst Lünning gesagt hat, ihr solltet die Werbung freischalten, dann wird das Video mehr geshared bei YouTube. Ja, weil dann haben die Interesse, dass das Video geschaut wird. Ja. Und da habe ich die Werbung freigeschaltet und ich glaube, ich habe 70 Euro Einnahmen vom letzten Jahr. Die muss ich irgendwie noch verteilen. Und dann habe ich noch 50 Euro Einnahmen von diesen Mitfahrzentralen. Wie heißt das Mitfahr? Ach, sowas, ich habe doch Leute dabei gehabt. Das mache ja gar nicht. Das wollte ich auch spenden. Also habe ich so 120 Euro und vielleicht lege ich das gleiche nochmal drauf, privat. Also 240 haben wir jetzt gerade. Dann schauen wir mal, was wir damit machen. Weil wenn dann irgendjemand mir sagt wieder, ich habe YouTube-Einnahmen und so, ich muss das versteuern. Und ja, ist so eine Sache. Cool. Aber da kann man nicht richtig Geld mit verdienen. Also was der Björn da mal versucht hat, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, da zu sagen. Der Tesla-Björn? Ja, alle sollen mich jetzt hier angucken und meine Werbung immer einschalten. Das ist, glaube ich, nicht so das Richtige, davon leben zu wollen. Also, ja, es gibt dieses Patreon, oder? Ja, genau, solche Sachen. Also das ist schon schwierig. Da muss man also wirklich regelmäßige Unterstützer haben. Darauf kann man so nicht setzen. Aber das macht er jetzt, glaube ich, auch. Und man ist es ist ja offengelegt bei Patreon, was der verdient im Monat. Mhm. Auf die Seite. Ich habe das noch nie. Ich habe schon geguckt. Ich glaube, der Tesla-Björn ist bei knapp 1000 Dollar im Monat. Mhm. Davon kann er aber auch noch nicht leben. Nee, klar. Aber die YouTube, aber wenn du mal 40.000 Klicks hast oder 400, das jede Woche und so. Ich bin übrigens auf 100.000 Klicks jetzt gekommen. Weiß nicht, hast du das auch oben, ganz oben in der Anzeige? Wie viele Klicks hast du? Habe ich schon, gucke ich nur nicht hin. So, also, du hast das, also allein durch das eine Video ja schon. Da gucke ich jetzt nicht so. Ich gucke so ein bisschen auf die Abonnenten, ob das noch mehr Leute dazukommen, wie es so aussieht. Jetzt irgendwie bei 3.500 oder sowas. Neulich erst 3.000 gehabt, also nochmal ganz gut jetzt auch durch die News, habe ich gar nicht gedacht, so kommt doch an, dass man sowas guckt, dann mache ich das auch. Aber ich mache natürlich eigentlich vorrangig das, was mich jetzt so interessiert. Ne? Mhm. Wenn man so ein bisschen dann immer drauf hört, ja, die Zuschauer wollen das und das und das, und dann läuft man immer so hinterher. Das ist dann irgendwann, denkt man auch, wieso mache ich das überhaupt? Ja. Also dann, wenn euch das gefällt, was ich mache, dann ist super, dann könnt ihr ein Like geben, ne? Aber ich kann da nicht immer auf alles eingehen, das klappt nicht nachher. Genau, man muss so seinen eigenen Style entwickeln und dann müssen halt die Leute, die finden das entweder affin dazu, dann gucken sie es, oder sie sind nicht affin dazu, dann gehen sie weg. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Mhm. Und wenn du irgendwann jemanden kopierst, ja, bist du auch nicht mehr du selbst. Und ich glaube, dann sind die Abonnenten auch wieder weg. Was ich auch gemerkt habe, wenn du mal mordsaufwendige Videos machst mit tausende von Schnitten und Außenkamera und was nicht alles, ne? Die kriegen womöglich viel weniger Resonanz, als wenn du nur mal so eine News-Runde gesprochen hast in einer halben Stunde und klar dich vorbereitet hast einen halben Tag. Das hat in Anführungszeichen mehr Erfolg, obwohl ich finde meine Videos, wo ich mehr Zeit reingesteckt habe, natürlich super. So meine Laderundfahrten da, jede Ladestation zeigen und keine Ahnung. Ist aber nicht so der Gag für die Leute. Ja, ist ganz lustig. Also eines meiner besseren Videos ist ja auch das, wo ich einfach den 60 Kilowattstunden Akku erkläre, warum der so gut ist gegenüber den 75er. Das habe ich hier jetzt geschnitten, da saß ich mal am Supercharger. Ewig. Und habe das. Ach so, einfach so. Einfach so aufgenommen. Es hat, glaube ich, auch schon 5000 Aufrufe. Ah ja. Okay. Und es hat eigentlich überhaupt keine Arbeit gemacht, das Video. Ja. Ne? Also die Themen sind wichtig. Ne? Ja, das ist wie bei meinen, wo ich einfach nur die Fahrt filme. Natürlich dann mit Kamera hier im Display auch so. Das ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Eingeblendetes Display hier. Aber wie das so funktioniert, müssen wir mal noch erklären. Ja, kannst du kurz hier zeigen, genau. Ja. Ja, klasse. Also ich finde das super, was du so machst, und ich bin froh, dass du auch Zeit dir genommen hast heute, dass wir uns hier treffen können. Jetzt, wo ich nach in den Süden gezogen bin, ist es ein bisschen einfacher. Mehr oder weniger auf halbe Strecke. Du musstest ein bisschen länger fahren, ne? Ja, weiß nicht, 40, 30 Minuten, war nicht weit. Echt? Ja, da sind wir ziemlich gleich. Ich wusste nicht genau, weil es sieht so auf der Karte ein bisschen weiter weg aus. Dann machen wir mal an dieser Stelle Schluss. Vielleicht kommt später noch was dazu, wenn wir noch über allgemeine Sachen reden, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich schneide ja. Wir machen jetzt das gleiche Video umgekehrt. Dann gehen wir rüber in meinen. Ne? Dann kannst du wieder deinen anstöpseln, dann geht wieder dieser Lüfter hoch beim Model X. Ne?
ein bisschen Nachteil beim Model X, gell? Bei unserem jetzt hier, der föhnt ziemlich. Ich habe das ja schon mal auch dokumentiert mehrmals, dass er beim Aufladen dann irgendwann ziemlich die Lüftung da vorne einschaltet, die Klimatisierung vom Akku wohl. Und unabhängig scheinbar von der Außentemperatur oder was man vorher gemacht hat. Aber jetzt ist ziemlich, eigentlich so ganz gute Temperaturen gerade. Was haben wir denn? 21 Grad draußen. Ich hatte es aber auch schon bei Minus. Es föhnt immer. Es scheint normal zu sein so. Okay. Scheint also durch den Aufladeprozess irgendwie gesteuert. Und dann ist er auch wieder komplett aus plötzlich. Ja. Gut, dann schalten wir deinen wieder an. Gut. Dann, ich glaube, meinen müssen wir jetzt mal abstöpseln. Der wird voll sein. Dann stellen wir uns irgendwo anders hin. Okay. Super. Oder wir bleiben stehen einfach. Ist einfach. Wir sind nur zu zweit hier bei den Superchargern. Wie viel sind wir hier? 8 Stationen, oder? Jo, der ist noch nicht ausgebaut. Da drüben kann man nämlich noch. Gut, dann bleiben wir schon mal stehen. Und wenn einer noch kommen würde, würde ich wegfahren. Du musst noch kurz Technik zeigen hier jetzt. Ach so, ja, zeig mal. Müsstest du dann aber live mitfilmen? Ja, ich habe jetzt hier die Kamera. Das ist ja meine. Nee, so, wenn ich sie befestigt meine. Ach so. Aber jetzt können wir noch mal anfangen so. Mhm. Das ist hier meine kleine, nicht GoPro, sondern Qmox, eine günstigere, GoPro-kompatibel. Die habe ich auch meistens am Strom dran, damit ich gar nicht Batterieende ist hier. Und die habe ich unten auf so einem Magnetfuß. Das ist eigentlich mein Patent. Und ich habe an verschiedenen Stellen hier im Auto, das kannst du mir gleich mal zeigen, solche Magnetpads mir hingeklebt. Also hier. Hm. Und wichtigstes ist, weil diese Kamera wird benutzt, hier vorne das Fahrraddisplay aufzunehmen. Und zwar hier, zack, kommt die so dahin. Manchmal dreht die sich deshalb auch, das ist noch nicht so super toll. Aber es geht noch, ich kann noch halbwegs selber vorbeigucken. Wir können ja gerade mal hier, Moment, Bild anmachen, damit man das auch sieht. Zweite Möglichkeit ist das Teil hier vorne hin. Da kann man dann so schön die Zeitrafferaufnahmen von vorne machen. Oder auch, wenn man es umdreht, hier den Piloten direkt beim Fahren aufnehmen. Wobei ich ja eigentlich, das habe ich jetzt nicht drin, vielleicht sollte man es doch noch mal kurz hier eigentlich immer was noch stehen habe, wo ich dann die normale Kamera hinmontiere. Ja, also so, du brauchst auf jeden Fall hier diese Platte, ne? Ja, die klebe ich da so hin. Das sind so Klebepads, die sind immer dabei. Das ist klasse eigentlich, das System. Und ich habe das jetzt hier adaptiert hier. Das habe ich auch dran geklebt, normalerweise so nicht gedacht. Eigentlich soll man die fest hinkleben. Und da ich die aber ständig mal da und mal hier haben wollte, muss ich mir was anderes überlegen. Habe jetzt einen relativ starken Magnet da und das hält echt gut. Also hier hält es gut. Mhm. Da passiert nichts. Hier drüben habe ich eher ein Problem, weil das ja da so gebogen ist. Ne? Ja. Da ist es nicht ganz so toll. Hat aber bisher auch immer funktioniert. Ja. Und so entstehen die ganzen Videos. Und das macht man nachher weg. Ist eigentlich alles dann ohne irgendwelche Spuren. Kann man gut so machen. Klasse. Technik. Einseitige Tür offen. Na, das ist gut. Das sieht so aus, als würde er meinen Model S willkommen heißen. Sagen wir mal tschüss. Ja, tschüss. So machen wir das hier. So, hat mich sehr gefreut. Ja. Und schauen wir mal, was rauskommt. Und dann machen wir weiter wie bisher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich mach mal die Tür zu. Hat mich sehr gefreut. Dann machen wir mal zu. Da haben wir unser Interview gemacht da drin. Jo, ganz wunderbar. Super Tesla Model X. Der Frank von Kanal Schräg. Ich stehe im Weg. Ja, wir haben sogar hier ein Spiegelbild. Schau mal. Da ist er auch. So. Und jetzt geht's nach Hause. So, meine lieben Tesla-Freunde. Jetzt geht es nach Hause wieder. Das ist die Tour. Von Leonberg über Pforzheim, die Routen sind auf der falschen Seite, nach Rastatt. Gar nicht weit und jetzt geht's los. Jetzt sind wir wieder in Pforzheim, da wo immer der Stau ist, aber heute ist wieder okay. Irgendwie habe ich Glück, 11.20 Uhr. Ich hoffe, dass der Frank auch gut nach Hause kommt und bald seinen Urlaub starten kann. Nochmal schöne Grüße von hier aus dem Cockpit Richtung Westen. Und ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch ins Schwimmen gehen soll oder gleich nach Hause und die Videos schneiden. Schauen wir mal.
So, jetzt bin ich mal ganz bewusst in einen Stau reingefahren von hinten, damit ich jetzt auch mal in Ruhe filmen kann. Ich hätte gerade eben bei Ettlingen rausfahren können, weil ich weiß, hier Richtung Rastatt ist der Stau. Aber ich will einfach noch ein paar Worte sagen zu dem heutigen Tage. Ich bin jetzt ganz locker flockig von Leonberg wieder zurückgefahren, habt ihr gerade gesehen. Wahrscheinlich wird es ein Zeitraffer, mal gucken, will euch nicht zu langweilen. Und bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich befinde mich jetzt auf der Dachterrasse unserer neuen Wohnung hier in Rastatt und habe das so als kleines Bonbon noch jetzt hinten dran gehängt, weil ich euch irgendwie noch was dazugeben wollte, weil ich habe mich jetzt, nachdem ich das Footage mir angeschaut habe, das Video, habe ich mich tierisch aufgeregt, weil wir sind nicht 100% im Fokus, als wir da im Tesla saßen vom Frank. Und ich weiß nicht, an dieser Einstellung dieser Kamera mit dem Schärfe, es ist nicht einfach. Jetzt habe ich mal nochmal eine andere Einstellung probiert und hoffe, dass es jetzt scharf ist. Und ich muss das weiter optimieren. Also es ist nicht optimal gewesen heute. Sorry für dieses etwas unscharfe Bild. Hört einfach hin, der Ton ist diesmal gut. Schaut ein bisschen weg. Also wir bewegen uns eh nicht viel in dem Auto. Aber das habt ihr ja gesehen schon. Wir sind ja am Ende des Videos. Nochmal kurz hier auf meine Terrasse. Das ist die Aussicht in den Schwarzwald. Und die genießen wir hier von hier oben. Wunderschön. Wenn wir auf die andere Seite schauen, da ist dann, weiß nicht, ob wir das hier sehen, müssen wir gucken auf dem Bildschirm. Vielleicht ein bisschen schwach, aber man kann da den Pfälzerwald sehen. Manche Leute sagen die Nordvogesen, aber es ist der Pfälzerwald. Also ein bisschen gegen die Sonne, das ist jetzt mit der Sonne, ein bisschen besser. Also hier, gucken wir nochmal, hier ist der Merkur bei Baden-Baden. Ja, und hier geht es in das Murgtal rein, wo ich herkomme. Gut, dann gehe ich nochmal runter zu meinem Schreibtisch. Jetzt bin ich hier in meinem Arbeitszimmer. Eigentlich wollte ich hier drin gar nicht filmen, aber ich wollte es trotzdem ausprobieren, ob jetzt dieses Fokus-Ding funktioniert. Nochmal sorry für heute. Morgen kommen meine USM-Möbel. Deshalb die Unordnung, die ist jetzt hier, ist einfach jetzt nochmal in diesem Vlog hier festgehalten. Das ist dann ab dem nächsten Vlog hoffentlich etwas schöner. Und ich hoffe, dass ich euch dann schön scharf, vor allem mit einem guten Ton, euch die Vlogs zeigen kann. Wie gesagt, ich arbeite an Verbesserungen. Wenn es gar nicht klappt mit dieser Lumix-Kamera von Panasonic, dann werde ich auch umstellen auf irgendwas anderes, vielleicht Sony. Da hat man bloß keinen Bildschirm, wo man sich sieht. Wenn ich an die Seite gucke, gucke ich auf den Bildschirm. Aber wenn man 100% weiß, dass die Kamera scharf stellt, braucht man ja keinen Bildschirm zum draufgucken. Dann kann man auch mehr in diese Linse reinschauen. Und dann hat es auch eine bessere Wirkung für die Zuseher. So, ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Es kommen noch ein paar andere Sachen. Ah ja, ich wollte noch was sagen, dass ich ja jetzt hier ein anderes Internet habe als im Niederrhein. Und zwar, ich habe Glasfaser. Und mein letzter Vlog, das war der mit dem Erik und seinem Onkel Georg, den hatte ich innerhalb von 15 Minuten hochgeladen. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Gigabyte. Also, das macht richtig Spaß. Das ist schnell. Das heißt, ich muss jetzt auch schneller werden. Und ich werde schneller werden. Ich werde 100% schneller jetzt die Vlogs und die Specials online stellen, einfach um ein bisschen Tagesaktualität zu haben. Ich habe jetzt 15 Vlogs geübt mit Schneiden, es geht ein bisschen schneller von der Hand als vorher. Trotzdem, es kann noch schneller werden und vor allem möchte ich aktueller werden. Das hat auch damit zu tun, dass ich auch sehr viele Interviewpartner haben werde in der nächsten Zeit und wir werden auch zu aktuellen Themen diskutieren. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man auch wirklich dann tagesaktuell oder wochenaktuell zumindest mal die Sachen online stellt. Gut, dann schaue ich mal kurz, was aus diesem Diesel-Gipfel geworden ist heute. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Wo gehe ich denn da rein? Welches Programm? Ich glaube, es ist momentan Eilmeldung. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind nicht ausgeschlossen. Nach dem Dieselgipfel hält Bundesumweltministerin Barbara Hendricks Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Innenstädten nicht für ausgeschlossen. Das klingt irgendwie, dass sie sich nicht einig sind. Und das ist ja genau das, was wir uns jetzt auch schon vorgestellt haben. Es herrscht Panik. Bis zu 8000 Euro für ihren alten Diesel, die Umtausch- und Abwrackprämien der Autobauer. Also es haben sich auf Abwrackprämien geeinigt. Aber wollten sie nicht forschen, 2 Milliarden? Also Daimler wollte, glaube ich, 2 Milliarden in die Forschung stecken. Komisch. Jetzt wollen sie wieder was. Also jetzt wollen sie wieder abwracken. Also sie sind irgendwo zwischen forschen und abwracken von den Dieseln. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Auf jeden Fall sieht das nicht nach einem Plan aus. Ich bin enttäuscht von der ganzen Sache. Und
Wollen wir hoffen, dass es wenigstens für die Arbeitsplätze einigermaßen gut ausgeht in Deutschland, aber ich habe die Befürchtung, dass wir da ja schon etwas zu weit sind jetzt mit dem Ganzen. Wichtig ist auch, wie das Model 30 entwickeln wird. Da bleibe ich dran. Ich werde meine Beziehung ein bisschen spielen lassen und versuchen, in Kalifornien jemanden zu finden aus meinem Freundeskreis, der so ein Model 3 jetzt dann fährt und vielleicht mal Probe fahren. Aber das ist Zukunftsmusik, ich will gar nichts versprechen und habe ich jetzt gar nicht gesagt. Macht's mal gut, ich hoffe, es gibt noch einen schönen Abspann. Ich wollte nochmal den Sonnenuntergang filmen und dann das Video online stellen. Wenn nicht, dann filme ich noch ein paar Wolken und die seht ihr jetzt.